Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es gleich wieder einen Stream. Wir werden gleich den Solo Cup spielen und den Solo Champion Cup hier. Mal gucken, was wir da reißen können. Wir werden natürlich auch sicherlich wieder in Sunny Starry Suburbs landen, weil der Ort einfach geil ist. Ich habe ihn jetzt auch als kleine Zwischenfolie gemacht. So einfach für Ankündigungsvideos im Prinzip. Checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt der auf meinen Twitch-Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Ansonsten gibt es jetzt den Zone Wars-Modus im Prinzip in allen vier Versionen. In allen vier verschiedenen Maps im Prinzip. The Combine funktioniert jetzt auch mit Bestenliste. Zusätzlich gibt es im Item Shop jetzt neu nachmittags die Ultra klingt zum einen hier passend zum Zone Wars Teil. Sieht ganz nice aus. Haben auch ganz nice Sound. Kann man sich definitiv kaufen. Dazu gibt es auch noch das Zone Wars Paket. Für 1600 V-Bucks bekommt man einmal im Prinzip den Oblivion Charakter in einer anderen Variante. Sieht echt ganz cool aus. Die Hitzezone Charakter sieht auch ganz nice aus. Dazu noch ein passendes Backpack, das eigentlich auch echt ganz cool aussieht, mit zwei verschiedenen Varianten und noch einmal die Danger Zone Challenges und einmal die Hitze Zone Challenges. Heute Morgen waren ja die ganzen Skins jetzt noch nicht drin. Das heißt, die Zone Wars Skins waren noch nicht drin, genauso der Zone Wars Mode wurde ja auch erst im Prinzip eben gerade oder vor einer relativ kurzen Zeit auf jeden Fall aktiviert. Dafür haben wir eben halt jetzt nicht mehr Schützenass und Guild, glaube ich, drin, oder? Ich weiß gar nicht. Doch, Schützenass haben wir noch drin, aber den Guild-Skin nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Die Meteoritlackierung ist auch nicht mehr drin. Das heißt, im Prinzip ein paar Sachen sind dafür weggegangen. Der Rest ist allerdings geblieben. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Gleichzeitig Livestream-Ankündigung und kurzes Shop-Update. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann im Stream vorbeischaut. Und bis dahin, ciao.